Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten, meine Lieben! Und was gibt es einen besseren Tag im Jahr als den Heiligabend, um sich bei allen, wirklich allen zu bedanken? Oder was meinst du, du Leim-Nikolaus? Leim-Nikolaus? Ja, ich habe gedacht, ich verkleide mich mal zur Feier oder zum Anlass der Feier des Weihnachtsfeiertages, des Heiligabends. Also, um was geht es heute in unserem Video? Ihr seht es schon, es geht heute darum, uns recht herzlich bei allen zu bedanken. Mein Schatz Bies hat es ja schon ganz kurz gesagt. Ja, für den echten Bart hat es leider nicht mehr gereicht. Ja, hat es gereicht, gell? So lange konnte ich nicht wachsen lassen. Also, ja, wir wollen uns recht herzlich bedanken. Und es kommt ein kleines Weihnachtsspecial aus unserem Crazy Jahr, wo wir uns dann auch bei allen Beteiligten bedanken wollen. Aber zuallererst wollen wir uns bei euch, Zusehern, Abonnenten, Follower, sowohl auf Facebook, Instagram, TikTok, als natürlich auch auf YouTube, recht herzlich bedanken. So, jetzt habt ihr ja gesehen, wie viele Follower bzw. Abonnenten, Zuseher und so weiter. Wir haben mittlerweile über 770 Abonnenten auf YouTube. Auf Instagram sind es knapp 6000 Follower. Ich muss mal wieder meinen Bart ein bisschen zurechtlegen. Also recht herzlichen Dank hierfür und natürlich auch für das Zusehen unserer Videos. Das freut uns total. Wir hätten das niemals gedacht, dass es mal in die Richtung gehen kann. Wir möchten heute im Weihnachtsspecial aus unseren Crazy Videos ein bisschen was zusammenschneiden, euch zeigen und natürlich bei den Beteiligten auch recht herzlich bedanken. Wir haben auch kleine Präsente für die Beteiligten übergeben. Das fügen wir natürlich auch im Video mit bei. Und wie gesagt, so ganz kurzer Ausschnitt aus unseren Crazy Videos. Und bedanken tun wir uns in diesem Sinne. Achtung, jetzt passiert's. Zuallererst beim Christian alias Herr Meier, der bei allen Videos mitgewirkt hat. Ja? Also recht herzlichen Dank. Bei der Stefanie, beim Felix, die jetzt auch schon viele Videos mitgemacht haben und uns unter die Arme gegriffen haben. Toll. Beim Herrn Limbach vom Globus, recht herzlichen Dank, sehen wir auch gleich noch die Übergabe. Und beim König Kebab House hier aus Wiesenthal, die Jungs sind so klasse, ich kann es euch sagen, Wiesenthal forever. Also, und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Videoclip, beziehungsweise mit dem ersten Video mit der Waschstraße. Bleibt dran. So, jetzt geht's los. Ich muss die Füße noch in meinem Mund von dem Bart machen. Gut, jetzt kommen wir zum ersten Clip. Die Waschstraße, das war so, ja, die erste Idee, die wir hatten in Richtung Crazy. Die Anfänge, ja. Die Idee haben wir eigentlich schon Jahre im Kopf. Und am Anfang hatte man ja eher so die Idee, mit der Gruppe komplett mal an die Waschstraße hinzufahren. Jeder macht sich so den Oberkörper frei und zack, wir stehen da. Der eine holt sogar eine kurze Hose und Oberkörper frei. Also so ist dann wirklich auch die Idee entstanden. Und dann haben wir sie letztendlich auch umgesetzt und sind dann auf den Herrn Limbach und auf den Herrn Seifert zugegangen. Und die haben es tatsächlich für uns möglich gemacht. Und was wir brauchten natürlich auch noch irgendwas, um nicht komplett durchnässt zu sein. Ja. Und Anfang, kurze Szene dann. Ja, wir haben dann quasi meine Regenkombi haben wir dann drüber gezogen. Ja, das sehen wir jetzt ganz kurz. Und wie wir dann noch dampfgestrahlt werden. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ja, die Jacke noch hier. Mit Unterbodenwäsche und Heißwachs. Schaut euch einfach nur an. Gut. Als wir dann rausgekommen sind, oder besser gesagt, als wir dampfgestrahlt sind, oder dampfgestrahlt wurde, oder ich besser gesagt, der Christian, der alias Herr Meier, da hat er noch den Nebenjob an der Waschstraße gehabt. Also,
nicht wirklich, also ein Video halt. Haben wir dann besprochen mit dem Herrn Seifert, wie weit gehen wir denn eigentlich in der Waschstraße? Ja? Und er hat dann auch gemeint, er würde ganz durchfahren auf jeden Fall vermeiden, weil es doch in der Mitte durch den Heißwachs und so weiter wirklich sehr rutschig ist und hat dann auch abgeraten, da ganz durchzufahren, was wir dann auch nicht gemacht haben. Und deswegen sind wir bis kurz vor den Bürsten gefahren, das sehen wir jetzt. Gut, hinten rausgekommen, frisch geduscht, ja, also ich war patschnass. Ah ja, ah, dann hat der Herr Meier... Unser Utensil, ja. Dann haben wir, also der Christian mir dann den Helm noch sauber gemacht und hat mir einen tollen Wunderbaum an den Helm gehängt, ja. Und das gucken wir uns jetzt auch noch kurz an. Hey, what happens with the... Grün ist grün, oder? Das ist super. Das ist auch gut Licht im Helm. Gut, dann haben wir uns überlegt, ganz zum Schluss, was könnte man da noch machen? Ja gut, das Interessante war ja, du hast in der Waschstraße deine Regenkombi verloren. Stimmt. Der Helm war ja am Anfang grün, schwarz bist du rausgekommen, weil durch die High-Performance-Bürsten der Globus-Waschanlage... Die High-Performance-Anlage, Leute! Aufpasse, ja, die macht regelrecht sauber. Die macht regelrecht sauber. Ja. Und dann hatten wir noch zum Schluss, wollten wir noch einen kleinen Gag mit reinbringen und haben dann letztendlich noch unser Bike ausgesaugt. Und das gucken wir uns jetzt noch kurz an. Super, oder? Also mit so einem Staubsauger dann letztendlich das Bike unter der Bank auszusaugen, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? War, denke ich mal, auch ein ganz guter Lacher, ja. Gut, und last but not least wollen wir uns jetzt natürlich beim Herrn Limbach recht herzlich bedanken, dass er uns das möglich gemacht hat und haben ihm natürlich als Weihnachtselfen in der letzten Nacht, nee, war nicht in der Nacht, aber letztens dann ein Präsent überreicht und das zeigen wir uns euch jetzt ganz kurz, die Präsentübergabe und hören uns gleich wieder. Also Herr Limbach, wir haben für die ganzen Partner, wo wir jetzt die Videos gedreht haben, unter anderem bei Ihnen mit der Waschstraße, mit dem Bauhaus und oder mit dem Bauhaus und auch mit dem Dönerladen und so weiter, haben wir uns ein kleines Präsent überlegt, einfach als kleine Aufmerksamkeit, als Dankeschön. Und das würden wir Ihnen gerne überreichen. Das ist eine Art Briefbeschwerer mit magnetisch, wo man dann auch noch Büroklammern hinten drauf machen kann. Einfach eine kleine Aufmerksamkeit und Dankeschön, dass Sie da mitgemacht haben und den Spaß dabei waren. Ja. Sehr gerne. Da werde ich mich ewig an Ihre waschbaren Motorradtour erinnern. Ja, das wäre natürlich super, ja. Also weiterhin viel Erfolg und vielen Dank. Ja, mir danken, ja. So Leute, ich hoffe, ihr hattet bisher Spaß. Passt auf, oben seht ihr dann auch immer die Infokarten zu den Videos. Also wir haben dann natürlich auch die kompletten Videos auf unserem Kanal. So, zum nächsten Video, Ninja Taxi. Ja? Also, uns hat es so gut gefallen, wie der Christian da an der Waschstraße mitgemacht hat, dass wir uns gedacht haben, Mensch, das könnten wir doch als Running Gag in jedem Video mit einbauen. Und jetzt beginnt so die Geschichte des Herrn Meier und Ninja Taxi hat das Ganze angefangen. Ja, begonnen hat es mit was? Wie mit was? Mit einem Traum. Mit einem Traum, genau. Meier, ja, aber die Ausarbeitung war schon, wie gestalten wir das Video, wie machen wir richtige Geschichte aus rum. Theoretisch ist eigentlich das Ninja Taxi ein Kurzfilm, wenn man so sagen richtig, kann. Richtig, ja. Also, komplett abgerundet, ja. Ja. Indem wir ihn haben träumen lassen von seinem schlimmsten Albtraum, den es eigentlich gibt. Ne? Richtig, und der wurde dann zur Wahrheit. Ja, es war dann wirklich so. Ja, also dieses Video muss man wirklich von Anfang bis Ende angucken, damit man auch versteht, um was es geht. Ja. Ja. Und wir hatten natürlich auch hier Utensilien gebraucht für das Ganze. Ja. Und wenn wir schon ein Ninja-Taxi, also ein Taxi mit Motorrad spielen, dann brauchen wir natürlich auch ein Schild dazu. Und das haben wir uns dann auch angeschafft und haben es dann auch auf dem Bike angebracht. Schaut her.
Also, dann sind wir quasi zum Herrn Meier nach Hause gefahren und ja. Dann kam die nächste Schwierigkeit. Wie kriegen wir den Herrn Meier aufs Motorrad? Weil schließlich hat er einen Hexenschuss. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, er war auch noch nie auf dem Motorrad gesessen, der Christian, alias Herr Meier. So, wie kriegen wir denn auf das Bike drauf? Ne? Und da ist uns dann eingefallen, wir hätten ja eine kleine Hilfe, ja, unseren super Hocker, ja, damit es dann einfach auf Einfahrrad mit aufsteigen, ja, schaut her, wie es geworden ist. Ran, kommen Sie ran. Gut, dann haben wir letztendlich auf dem Bike gehabt, den Gutsten, ja. Also nicht nur, weil er einen Hexenschuss gespielt hat, hat er sich schwer getan. Sich auch so schwer getan. Ich habe mich halber bepisst vor, ne? Vor Lachen, ja. Bis er dann endlich auf dem Bike war. Vor allem, ich habe gedacht, mein armes Bike, ja, 95 Kilo als Sozius hinten drauf, das muss man ja erstmal transportieren, ne? Ja, und dann sind wir dann, ja, losgefahren, ja, und sind dann auch ein bisschen schneller gefahren. Ja, schon noch bedacht, aber ich wollte auch, dass er dieses Gefühl kriegt. Und jetzt, wie kriegen wir den wieder runter, ne? Also mit einem Hexenschuss vom Bike absteigen, kann man sich vorstellen, jeder Biker weiß das, sehr, sehr schmerzhaft, ja. Und da hat uns dann Arbeitsbühne Hoffmann hier auch aus Wiesenthal, wir machen ja viel lokal oder regional, ja. Hat uns dann quasi ein Kran für die Bergung des Herrn Meier zur Verfügung gestellt, ja. Und wie das geworden ist, die Bergung, das sehen wir jetzt. Du machst was mit, wir wollen ey. Durch, das geht jetzt noch, der Rest. Du machst was mit. Das kriegen wir noch. Okay. Ja, jetzt bringen wir sie gleich mit dem Auto. Super, oder? Ja, wie wir den da hinten runtergehievt haben. Ja. Auch hier, ich habe wirklich, zum einen habe ich natürlich versucht, mein Bike stabil zu halten, nicht, dass es uns dann irgendwie noch umreißt. Ja, aber die Jungs von Arbeitsbühne Hoffmann haben es echt toll gemacht und haben dann nachher letztendlich mit dem Kran auch hinten aus dem Sozius raus. Der ist dann oben an der Leine gehangen. Ich habe gedacht, wie ein Häufchen Elend. Ja. Hat also wirklich super gespielt, der Christian. Ja. Gut. Also, das waren jetzt ein paar Ausschnitte aus unserem. Halt, mach doch nicht so schnell. Schließlich musste man ja auch in der Schlussszene, wenn er den Helm abnimmt, war er ja kreidebleich. Da haben wir noch geschminkt. Ich habe mir ja auch noch Utensilien dafür. Wir haben uns einen Schminkfarbkasten geholt. Schön. Ja, genau. Oh. Wie sehen Sie denn aus, Herr Kreidebleich? Mir geht's gar nicht gut. Oh. Den haben wir dann auch noch schön weiß eingeschmiert mit allem. Ja, richtig, ja. Das war toll, das sah gut aus. Leider kommt im Video nicht ganz so rüber. Live sah das toll aus, wie kreidebleich er war, ja. Und mit den rot unterlaufenden Augen, ja. Also wirklich klasse. Und in diesem Sinne möchten wir uns auch beim Christian recht herzlich bedanken. Nicht nur für dieses Video, sondern für alle der Crazy Videos, wo er mitgewirkt hat. Und da haben wir ein ganz tolles Präsent rausgesucht, weil ich wusste, dass er auch gerne abhebt und eher in der Luft zu Hause ist wie auf dem Boden, ja, weil Geschwindigkeit mag er gar nicht so. Ne? Und deswegen haben wir ihm Skydiving geschenkt, ja, und die Übergabe zeigen wir euch jetzt. So, mein lieber Christian. Wir wollten dir eine kleine Aufmerksamkeit schenken für das, dass du bei unseren Videos immer mitmachst. Oh Mann. Und ja, du bist natürlich ein großer Bestandteil von unseren Crazy Videos und wollten dir, weil dir das Skydiving auch sehr gut vorstellen kann, cool, haben wir gedacht, kriegst du auch 4 Flüge von uns. Oh, ihr seid doch wahnsinnig. Und da gehen wir zusammen, würde ich sagen, oder? Ja, gerne, natürlich, Mann. Also danke dir nochmal fürs Mitmachen. Danke euch, Alter, super, vielen herzlichen Dank. Wahnsinn, somit habe ich natürlich nicht gerechnet jetzt. Gut, das war im Prinzip unser zweites. Kommen wir zum dritten. Bleibt dran, es bleibt weiterhin spannend. Und es ist einfach Weihnachtszeit und wir wollen
ja, diese Übergabe und diese Dankbarkeit sowohl an unsere Community als natürlich auch an den Mitwirkenden hier wirklich mal zum Ausdruck bringen. Und hier geht es nicht darum, dass es in dem Video hier einfach reingeschnitten wird, sondern einfach, weil es uns riesig Spaß macht und ohne die Leute, die mitmachen, es einfach nicht möglich ist. Ja. Und vor allem halt auch ohne die Leute, wo es sehen. Und es haben wirklich viele gesehen. Euer herzlichen Dank, die alle, die zuschauen. Ja. So, jetzt geht's weiter mit Video Nummer 3 und das war Ninja Pizza Express mit unseren Jungs vom Kebabhaus. Bleibt dran. Jo, sagt der Julian, Ryder Yator, auch ein super Community-Folger. Da könnt ihr auch mal reingucken. Aber so, jetzt geht's weiter, Video Nummer 3. Pizza Express. Ja, wie kommt man auf so einen Schwachsinn? Pizza Express mit dem Bike. Natürlich sieht man das immer wieder mit Roller und hinten so eine schöne Kiste drauf. Ja, wir hatten natürlich eine ganz andere Idee. Das wäre ja langweilig, so eine riesen Kiste hinten ins Bike zu schnallen. Ja, wir versuchten das auf dem Helm zu transportieren. Ja, und hier natürlich unser König Kebabhaus hier im Wiesental. Ich kann es nicht oft genug sagen, die Jungs sind einfach top. Das Essen ist nicht nur Döner, sondern eben auch die Pizza sind wirklich klasse. Ja. Aber wir brauchen eine Konstruktion, weil die Pizza Schachteln, Schatz. Ja, die heben ja nicht so auf dem Helm. Also haben wir hin und her überlegt und haben uns dann diese Konstruktion gebastelt. Genau. Theoretisch ist die aus einem T-Shirt entstanden, ja, mit Faden außen und Saugnäpfen, damit es auf dem Helm schön hebt. Ne? Genau, dann haben wir das auf der Helm gebackt und wie das aussieht, ja, das sehen wir jetzt. Mit dem Expander und mit dem Ring hier und das werden wir jetzt natürlich anbringen, ja. Ja, also, let's rock it. Jetzt fahren wir die Pizza aus. Jo. Gut, nachdem wir dann die Schachteln dann drauf hatten, ja, ich bin ja mit 3 Pizza, wenn ihr aufgepasst habt im Video, denkt dran, Infokarte morgen, mit 3 Pizzen losgefahren. Ja, jetzt muss sie natürlich, weil der Herr Meier ziemlich bekannt war, den hatte ich da schon mal ausgeliefert, dass er ziemlicher Brottelsack ist, ja, und das letzte Mal die Pizza nicht ganz so warm mehr waren, dann bin ich natürlich richtig schön mit Speed dann zum Herrn Meier gefahren und um Gottes Willen, als ich ankam, hat die statt 3 nur noch 2 Pizzen. Schaut her. Is this? You only have 2 Pizza, not 3. Der Schock dann erstmal verdaut, dass es nur noch 2 sind. Ja. Zum allem Übel, muss ich dazu sagen, bin ich denn wohl so schnell gefahren, dass die Pizzen nicht mehr warm waren und nicht nur kalt, sondern gefroren. Und jetzt könnt ihr euch angucken, was der Herr Meier, also der Christian, für eine Show abgezogen hat. Schaut her! Ey, jetzt nicht, Leute, die sind angefroren. Echt jetzt? Guck, die ist bretthart. Oh nee! Oh fuck, da bin ich zu schnell gefahren, ey. Leute. Oh je. Und jetzt lass mich raten, dass ich auch noch Geld dafür habe. Ja, 20 Euro. 20 Euro für 2 Also, das waren so ein bisschen die Ausschnitte aus unserem Ninja oder Pizza Express, ja, mit unseren Jungs vom König Kebabhaus in Wiesental. Und den haben wir natürlich auch eine Überraschung gemacht, ja, seht ihr auch gleich noch im Bild. Und zwar haben wir einen Pizzaschneider anhand eines Motorrads uns gekauft, ja, als Präsent für die Jungs. Ja, und hier jetzt die Übergabe und die Jungs haben sich wirklich gefreut, ja, die haben sich hier überschlagen, schaut ja die Übergabe, ja. Hallo. So, hallo. Also, wir wollten uns nochmal recht herzlich bedanken, dass ihr den Spaß mitgemacht habt in unserem Pizza Express Video. Und haben einen besonderen Pizzaschneider für euch als kleines schön. Präsent. Ja. Dankeschön. Ob ihr ihn nutzt oder nicht oder irgendwo hinstellt, bleibt natürlich euch überlassen. Auf jeden Fall nochmal recht herzlichen Dank. Hat riesig Spaß gemacht und vielleicht können wir ja nochmal irgendwas Verrücktes machen, oder? Ja? Okay? Super, danke euch. Danke. Juhu! Willkommen zurück. Schön, dass ihr noch dran seid und ihr werdet es nicht bereuen. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Clip, zu unserem Clip Nummer 4, Bobby Car vs. ZX6R.
Wie ist die Idee entstanden? Auch hier wieder unser Herr Meier, der war ja ein bisschen transaliert von den letzten Aktionen, also sowohl von den gefrorenen Pizzen, als auch ich hole mit dem Hexenschuss mit dem Motorrad ab, er hat mein Moped putzen müssen. Ja. Ja, und jetzt kam die große Rache des Herrn Meier. Er fordert mich mit seinem Bobbycar gegen meine ZX6R heraus. Und die Herausforderung, die sehen wir jetzt. Hey, Leinbiest! Ah, wer ist da? Ah? Ich hab genug von dir in deinen Faxen. Ich fordere dich raus zu einem Rennen. Was ist ich denn? Mit meinem Bobbycar gegen dich mit deiner Maschine. Mensch gegen Maschine. Meier, was bist du so aggressiv? Servus. Was? Das erzähle ich dir dann. Komm runter. Gut. Nach der Herausforderung? Ja, mussten wir zuerst mal unsere Autos laden. Zweimal musste man an unsere Location fahren. In dem Sinn können wir uns direkt auch bei der Presseabteilung vom Globus Baumarkt herzlich bedanken, dass wir das Video überhaupt veröffentlichen durften. Ja, ja, das muss man schon sagen. Aber zweimal mussten wir hinfahren, für unser Filmset aufzubauen. Mit Stühlen und ach Gott, alles Mögliche hatte man ja wirklich dabei. Ja, richtig. Und was gehört natürlich zu einem richtigen Wettkampf versus dazu? Ein Einlauf mit entsprechend cooler Musik. Christian hat sich ein Lied rausgesucht, ich habe ein Lied rausgesucht. Schaut her. Toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years. Gut. Das war fett, Mann. Was war richtig fett, ja. Ich habe natürlich ein cooles Lied, yo, hier geht die Jett rausgesucht. Ja, und der Christian was imposant ist, weil er war sich ja seines Siegers schon sicher und bewusst, ja. Ja. Na, und was brauchen wir aber für so ein Video oder beziehungsweise für so ein Rennen? Natürlich, dank Felix und Stefanie, hier eine Ziel- Start- und Zielflagge benötigt man dann natürlich noch hier dazu, ja? Und wie die zwei da mit den Action sind, schaut her! Die nächste Herausforderung, und das war für uns das Schwierigste in diesem Video, darzustellen, wie kriegen wir es hin? Wir wollen ja mit Hyperlow, also extrem schnellen Geschwindigkeiten und dann auch mal Slow Motions arbeiten. Wer unser Video gesehen hat, weiß, von was wir reden. So, wie kriegt man diese Szenen so gedreht, dass sich dann auch dieses Hyperlow so realistisch als möglich dann nachher filmen kann? Ja, das war gar nicht so einfach. Ja. Und wir haben es aber, bin ich schon überzeugt von euch natürlich auch, dass wir das echt gut hingekriegt haben. Schaut her, wie wir das geschnitten haben. Zwei, drei kleine Ausschnitte. Viel Spaß. Cool, oder? Also da haben wir, also da hat mein Schatz, mein Biest, also ganze Arbeit geleistet, diese Sequenzen dann so hinzubekommen, dass man das dann auch später dann so bearbeiten konnten. Ja? Ja, war nicht ganz so einfach, aber hat riesig Spaß gemacht. Oh, wirklich riesig Spaß. Es war super, es war ein super Nachmittag, wir hatten Glück mit Wetter. Und wir haben es ja wirklich nur einmal gedreht und waren recht schnell damit durch. Knapp zwei Stunden hatten wir es im Kasten. Ja? Ja. Gut, bei so einem Wettkampf braucht man natürlich auch immer Interviews. Ja? Weil das gehört einfach dazu. Und die Steffi, die Stefanie, hat denn mit unserem eleganten Mikro hier. Hola! Hey, ist mit diesem Mikro das Ganze uns dann interviewt. Hat es wirklich super gemacht, stand das erste Mal vor der Kamera und hat sich aber wirklich wacker geschlagen. War ein bisschen aufgeregt, macht nichts, gehört dazu. Na, Stefanie, war der Christian auch am Anfang. Oh ja, der Christian auch. Mittlerweile ist es ja eine abgebrühte Sau. Ne? Also das muss man ja schon sagen. Ja? Aber der da abzieht vor der Kamera, ist ja super. Ja? Aber jetzt gucken wir uns mal die Stefanie an, wie sie die Interviews geführt hat. Ganz kurz Ausschnitt. So, Leinbiest, jetzt fangen wir mal mit dir an. Meine Ach, eindeutige auf, Niederlage hier, ne? Ja, also deutlicher geht's ja fast nicht mehr. Also Interviews, ganz wichtig, ja. Der Felix war natürlich unser Zielflaggenmann. Super hat er es gemacht. Super. Nee, wirklich klasse. Ja, auch hier nochmal danke. Gut, dann gibt es ja bei sowas eigentlich auch immer eine Moral von der Geschichte. Ja? Und die Moral von der Geschichte, die blenden wir euch gleich noch ein.
Und als letzten Gag in diesem Video haben wir dann hier unser Rennerle, ja, unser Bobbycar Motorrad mit hinzugezogen. Und dann bin ich quasi gegen den Christian als Schlussgag. Ja, er mit Bobbycar und ich hier mit meinem Motorrad. Gemeinsam. So hat es zumindest ausgesehen. Wirklich geil, also wirklich super. Ja. Ja. Und hier schaut noch mal rein und auch die Moral von der Geschichte in diesem Video. Viel Spaß. Und die Moral von der Geschichte: Unterschätzt den Meier nicht. Wenn du denkst, er hat keine Chance, versetzt er dich in Trost. Zieht blitzschnell an dir vorbei und du fühlst dich auf Standby. Das war unser Video Nummer 4 und auch das letzte. Und auch hier möchten wir uns natürlich recht herzlich bedanken. Und zwar bei der Stefanie und beim Felix. Beim Felix, beim Zielflaggenman. Und haben auch hier ein kleines Präsent uns überlegt und aufbereitet. Na, schaut her, was für eins. Und natürlich auch die Übergabe. Und dann sehen wir uns zum Outro. So, ihr zwei. Wir wollten uns bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr in den Videos mitgewirkt habt. Cool. Ja, und haben so eine kleine Aufmerksamkeit und natürlich noch ein Kärtchen und noch ein bisschen was drin. Und haben uns dann auch ein bisschen Mühe gegeben mit dem Glas. Ja. Das wollten wir euch als kleines Dankeschön überreichen. Oh, ja, das ist auch mit Licht. Ja, das kann man dann auch anmachen. Schön. Okay, also danke. Und wenn er natürlich noch das eine oder andere Mal mitmacht, würde uns natürlich super freuen. Ja, okay, dann viel Spaß. Danke. Ja. So, wieder zurück im standesgemäßen Outfit. So, Leute, ich hoffe, oder wir, weil Spaß so nicht, hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet, die besinnlichen Festtage, so ein kleines Video, einfach um Danke zu sagen. Jetzt fusselt es wieder hier. Ja. Ich kann euch sagen, da brauche ich eine Weile, bis die ganzen Fussel wieder draußen sind. Also, in diesem Sinne nochmal an alle recht herzlichen Dank, vor allem auch an unsere Community für das Schauen unserer Videos. Freut uns wirklich total. Wir hätten das niemals gedacht, als wir mit YouTube angefangen haben, dass es doch so eine Reichweite und auch Begeisterung finden kann. Also recht herzlichen Dank. Und im nächsten Video, da machen wir an Silvester ein kurzes Special. Und zwar machen wir eine Vorschau, was euch 2023 erwartet. Und danach würden wir dann eine kurze Winterpause von 4 Wochen machen. Und nur Shorts quasi dann veröffentlichen. Aber das seht ihr dann im nächsten Video an Silvester Special. Ja, in diesem Sinne, eine Person hatten wir noch vergessen zum Danke sagen. Und das ist meine Mutter, meine Mom. Und die bekommt heute Abend diesen goldenen Umschlag. Und was sich dort drin befindet, verrate ich euch jetzt nicht, falls ihr das Video vorher schaut. Ja, das kriegt sie heute Abend. Meine Mom hat beim Ninja Taxi auch mitgewirkt. Ja, und bekommt dann natürlich auch noch ein Präsent von uns, ja. So, also in diesem Sinne wünschen wir euch alle frohe besinnliche Festtage und frohe Weihnachten, ja. Und als Abschluss haben wir dann noch unser unser Leintuch vom So rum. Ja, ich weiß nicht, ob es ganz aufkriegt, ja. Frohe Weihnachten wünscht euer Lime and Beast. Bye, bye.